Heute ist der 24. Dezember 2022 und damit Heiligabend. Gleichzeitig ist es das Finale im Unser Sammlerteam Adventskalender. 24 Tage lang, jeden Tag habt ihr uns begleitet, haben jeden Tag ein Ü-Ei und zweimal sogar zwei Ü-Eier geöffnet. Ich freue mich über diese schöne und intensive Zeit. Unser Adventskalender, das bedeutet viel Vorbereitung. Wie ich euch bereits im letzten Jahr sagte, beginnen wir schon im Sommer und Herbst mit der Planung. Dieser Adventskalender bedeutet uns aber so viel für unsere lieben Zuschauer und Freunde, unsere Sammlerkollegen, für alle, die Freude daran haben, dass es uns diese Arbeit auch wert ist. Wir öffnen jetzt das definitiv letzte Überraschungsei in diesem Adventskalender 2022, das 24. Ü-Ei. Danach werde ich euch noch eine besondere Überraschung mitteilen und natürlich meinen herzlichen Dank. Aber wie gesagt, jetzt erst einmal das wirklich allerletzte Überraschungsei in diesem Jahr, das 24. Ü-Ei. Los geht's! War das letzte Überraschungsei für diesen Adventskalender. Wie in jedem Jahr haben wir zeitig begonnen mit der Vorbereitung und hatten wieder ganz tolle Unterstützung. Und erst einmal, bevor ich mich bedanke, möchte ich mal auf die aktuelle Serie eingehen. In diesem Jahr gab es auch eingemischt Figuren aus dem letzten Jahr. Wir hatten in diesem Jahr hier 5 Figuren, die es bereits im letzten Jahr gab. Und im letzten Jahr war es an dieser Stelle so, dass ich euch sagte, eine Figur fehlt. Trotz, dass diese älteren Figuren enthalten waren, haben wir heute einen Komplettsatz der neuen Weihnachtsserie 2022, den ich euch gleich auch nochmal zeigen werde. Bei dieser Serie ist es besonders so, dass es sehr viele Präger gibt oder Sachen, die man, ja, Figuren, mit denen man abzeichnen kann, Schablonen, aber halt auch diese Präger, die ich euch immer jeden Tag auch genau gezeigt habe, wenn so einer enthalten war im Überraschungsei. Des Weiteren, wie gesagt, ein ganzer Komplettsatz in diesem Jahr, was mich wirklich verwundert hat, weil ja eben auch ältere Figuren enthalten sind. Mir bleibt jetzt nur noch ein großes Dankeschön, das einfach von Herzen kommt. Und dieses Dankeschön geht an ganz besondere Menschen, Sammler,
Weggefährten, die mich begleiten, teilweise schon über Jahre. Das größte Dankeschön erst einmal an Monika von Monis Bastelstube, meine Mutter, die wieder eine wunderschöne Deko für uns gestaltet hat. Ohne diese tolle Deko, da bin ich 100% sicher, wäre dieser Kalender nicht das, was er ist. Und er wäre nicht so aufwendig und schön. Herzlichen Dank. Weiteres großes Dankeschön geht an Jessica. Sie hat ja in diesem Jahr für die Beleuchtung gesorgt. Zusammen mit Hanna, zwei wirklich ganz liebe Sammlerinnen. Ganz tolle Sammlerinnen, die sich diesen Adventskalender so gewünscht haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die vielen Ideen, für die E-Mails, für die schönen Chatabende. Habt herzlichen Dank, ihr beiden. Ein weiteres Dankeschön geht an Dieter Ehlers und seine Frau Froni, die mich seit Jahren unterstützen mit unser Sammlerteam, auch im Dioramenbereich. So manches YouTube-Video ist nur deshalb entstanden, weil Dieter mir ja wunderschöne Objekte aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt hat. Habt herzlichen Dank. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, wenn ihr zuhört. Ich danke Matthias und Melanie aus unserem Sammlerteam, die seit Jahren schon dabei sind und mich immer wieder unterstützen. Danke allen Zuschauerinnen, Zuschauern und Abonnenten. Nur durch euch ist es möglich, diesen Kanal zu haben. Nur für euch machen wir diese Sachen, diesen Adventskalender. Und wir versuchen jedes Jahr mehr Aufwand, besser, schöner, einfach, ja, eine wunderschöne Weihnachtsdeko zu zaubern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr jahrelang teilweise uns schon unterstützt, zuschaut, Kommentare hinterlasst, Daumen nach oben und Abos. Dann bedanke ich mich bei allen Sammlerteams, die in diesem Jahr auch entstanden sind, beziehungsweise auch im letzten Jahr, die ihr Hobby nach außen tragen, unser Hobby stärken und unser Überraschungsei. So, ihr Lieben, ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Das war's. Das waren 24 Tage Adventskalender 2022. 24 Tage bis heute, bis Heiligabend. Ich verabschiede mich bei euch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen richtig schönen Heiligabend. Ich wünsche euch ganz tolle Weihnachtsfeiertage. Und schon einmal einen guten Rutsch dann ins neue Jahr 2023. Eins ist sicher, wir sehen uns bald wieder. Besucht uns gerne entweder bei YouTube oder auf der Homepage, im Blog, im Chat, im Forum. Ihr habt tausende Möglichkeiten. Bleibt unserem Hobby treu. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund für eure Freunde, eure Familie, Bekannte. Und alle, die euch am Herzen liegen, ein wunderschönes Weihnachtsfest, wunderschöne Feiertage, alles Liebe und wir sehen uns bald wieder. Ich bedanke mich, euer Stefan von unser Sammlerteam. Habt herzlichen Dank, ihr Lieben.